Für eine gut ausgerichtete Beinposition stell dich aufrecht hin, den Blick geradeaus und dann geh auf der Stelle. Halte den Blick geradeaus und bleib dann stehen, mit beiden Füßen fest am Boden. Und blickst du jetzt auf deine Füße, dann stehen sie ganz natürlich hüftschmal, eventuell die Fußspitzen leicht nach außen. Gut geerdet kümmern wir uns jetzt um deine Handposition. Die Geräte sind waagrecht zum Boden und die Ellenbogen angewinkelt. Kipp die Geräte nicht im Handgelenk nach innen und vor allem dreh nicht die Ellenbogen nach außen, denn dadurch werden Schultern und Rücken rund. Richte die angewinkelten Ellenbogen nach hinten aus. Deine Schultern und Brustkorb öffnen sich. Kipp deine Handgelenke aber auch nicht nach außen, sondern lass die Geräte in Verlängerung deines Unterarms im Handgelenk ganz neutral, aber fest. Und noch einmal. Daumen nach oben, Gerät waagrecht, Handgelenk fest. Den Ellenbogen nach hinten anwinkeln. Wenn du jetzt den Oberarm nach hinten führst, verspann nicht die Schultern und zieh das Schulterblatt hoch. Schieb nicht dein Kinn nach vorne weg, sondern lass Nacken und Schultergürtel so entspannt wie möglich. Und dann führ aus einem weichen Schultergelenk den Oberarm nach vorne und schwing ihn wieder genauso weit zurück. Noch einmal, aus einer weichen Schulter führ den Arm nach vorne und wieder zurück. Spür, dass das Gerät an deiner Hand gut befestigt ist. Greif das Gerät nicht zu fest, sonst verspannen sich die Muskeln bis in den Schultergürtel und Nacken. Und beim Rückschwung achte immer wieder darauf, dass deine Schulterblätter auf dem Rücken platziert bleiben und nicht nach oben rutschen. Achte darauf, dass auch keine Ausweichbewegung im Nacken passiert. Lass deinen Blick geradeaus auf den Horizont gerichtet. Der Ellenbogen bleibt fest wie eingegipst und wie ein Pendel führt der Arm aus weichen Schultern genauso weit nach hinten wie nach vorn. Die Knie sind entriegelt, die Beine fest und zieh das Gras unter den Fußsohlen auseinander. Wir beschleunigen. Und dein zweiter Arm kann dich stabilisieren, indem du das Gerät seitlich an dein Becken drückst. Oder du legst den Handrücken weit aufgespannt in die Lendenwirbelsäule, spannst diese aktiv auf, spürst die Aktivität in der Körpermitte. Oder du legst die Handfläche auf deinen Bauch und erinnerst dich so immer daran, diesen sanft zu aktivieren. Und lass deine Atmung trotzdem in den tiefen Rücken und Bauch fließen. Ist deine Körpermitte stabil, kannst du beginnen, beide Arme gegengleich zu schwingen, den Blick geradeaus. Verlagere dann dein gesamtes Körpergewicht auf ein Bein. Lass dich nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Löst zuerst nur die Fußspitze und dann heb das freie Bein nach oben an. Achte darauf, dass du nicht im Becken einsinkst oder mit dem Oberkörper nach hinten ausweichst. Aktiviere deine Körpermitte, zieh dich nach vorne oben lang und dann stabil verlagere das Gewicht auf das andere Bein und wiederhole nochmal hier. Zuerst die Fußspitze lösen, dann heb das Knie. Richte dich nach vorne oben aus, stabil in der Körpermitte. Setz das Bein wieder ab, schwing weiter. Gerade am Anfang ist es für die Muskeln ungewohnt, dass die Hand- und Ellenbogengelenke so fest bleiben. Drum schüttel auch während dem Walking immer wieder die Schultern aus. Lass die Handgelenke kreisen, die Schultern. Oder dreh auch mal den Kopf ganz frei wie eine Kugel auf der Spitze der Wirbelsäule nach rechts und links. Für weiche Schultern habe ich hier noch eine Übung. Schwing die Arme aus dem weichen Kugelgelenk der Schulter weit nach vorne und zurück. Lass die Arme fliegen, die Handflächen geöffnet, immer weiter nach oben, bis die Arme senkrecht über der Schulter stehen. Achte darauf, dass das Kiefergelenk locker, Nacken und Schultergürtel entspannt sind. Und achte darauf, dass du nicht deine Körpermitte verlierst oder mit Beckenvorschub dich mit dem Oberkörper nach hinten lehnst. Zieh die Schulter nicht hoch, lass sie los. Lass die Arme los, lass sie ausbaumeln.